schon gesagt, Deutschland ist heute in Blau-Gelb getaucht. Aber es ist nicht nur heute in Blau-Gelb getaucht, es war die letzten 365 Tage an der Seite der Ukraine, unverbrüchlich nach dem brutalen, grausamen, menschenverachtenden Angriff Putins auf die Ukraine am 24.02.2022. Ein Tag, den wir alle wohl nie vergessen werden. Zumindest weiß ich, dass die allermeisten ganz genau wissen, wo sie waren, was sie gedacht haben, als sie diese Schreckensnachricht am 24.02., das Unvorstellbare, das plötzlich Realität wurde, wo man war. Und es ist völlig klar, dass wir von der ersten Minute an unverbrüchlich und solidarisch an der Seite der Ukraine stehen. Denn es geht nicht nur um ihre, um eure Souveränität. Es geht um die Freiheit Europas, es geht um unser aller Freiheit, die in der Ukraine seit 365 Tagen mit sehr viel Schmerz und sehr viel Verlust und sehr viel Zerstörung verteidigt wird. Und das wird weitergehen, solange dieser Krieg dauert. Und ich höre im Moment immer, dass man doch eigentlich an den Verhandlungstisch sich setzen sollte. Die Antwort wäre ganz einfach, Putin muss die Waffen niederlegen und dann haben wir den Weg für den Frieden. Wenn die Ukraine jetzt die Waffen niederlegt, wird es die Ukraine nicht mehr geben. Und das ist eine Antwort, die allen sehr, sehr klar sein muss. Der brutale Angriffskrieg war ein unglaublicher Bruch des Völkerrechts. Und wir dürfen Putin nicht durchkommen lassen damit, das Recht des Stärkeren zur Regel unseres Zusammenlebens zu machen. Wir müssen zurückkehren zum Völkerrecht und deshalb stehen wir, so wie die europäischen Partnerinnen und Partner, fest an der Seite der Ukraine. Und natürlich, und ich nehme den Dank natürlich gerne entgegen, aber wir können diesen Dank nur zurückgeben, denn es sind Sie, Frau Tebinka, und Sie alle, die heute hier sind, Sie alle, die in der Ukraine kämpfen für die Freiheit und für die Unabhängigkeit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, denen wir auch zu Dank verpflichtet sind, zu großem Dank verpflichtet sind. Denn die Opfer, die sie bringen, die sind unbeschreiblich. Das sind unbeschreibliche Opfer, die dort gebracht werden. Und deshalb sind wir heute hier, um solidarisch zu sein, sicherlich um gegenseitig uns Dank auszusprechen, aber auch ein ganz starkes Signal des Mutes und der Entschlossenheit an all diejenigen zu senden, allen voran an Putin. Ihr kriegt uns nicht klein. Ihr kriegt die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht klein. Und das ist doch die Botschaft, die heute von den Plätzen ausgeht und von den Gedenkminuten und von den vielen, vielen Veranstaltungen, die ein Jahr nach Beginn des Krieges ausgehen. Und es ist doch völlig klar, dass wir uns auch solidarisch zeigen und all diejenigen, die in Not sind, die fliehen müssen, die kein Dach mehr über dem Kopf hatten, weil ihre Wohnung zerstört wurde, weil Kitas und Schulen, Krankenhäuser zerstört wurden, weil man verletzt vielleicht Menschen verloren hat, Familienangehörige verloren hat, über 8 Millionen, die das Land verlassen haben, dass sie Zuflucht finden in Deutschland und natürlich auch bei uns, weit über 30.000 Menschen. Und wir werden weiter alles dafür tun, ihnen ein Dach über dem Kopf zu bieten, die Kitas und Schulen zu öffnen, ihnen Wege in Jobs zu geben, dass sie hier sind, dass sie hier ein neues Zuhause hoffentlich gefunden haben. Solange, wie sie sich das wünschen. Das ist das Mindeste, was wir tun können in einer Situation, in der ihr Land im Krieg ist und unser aller Freiheit dort verteidigt. Deshalb mein Dank und unser aller große, große Solidarität. Hamburg lässt sie nicht allein und steht weiter fest an ihrer Seite. Slava Ukraini! Wir möchten gerne der zweiten Bürgermeisterin als Dank für die ganze Unterstützung gerne vom dem Aktivisten, dem ukrainischen Aktivisten Władysław Szczytuk gerne unsere Flagge überreichen, die unterschrieben worden ist von ganz vielen Soldatinnen von der Front von Bachmut und wir wollten sie gerne übergeben. Дякуємо. Ми хотіли би як знак нашої вдяки, нашої вдячності передати другому меру міста Гамбург прапор від українського активіста та волонтера Владислава Сетюка, який
підписаний багатьма нашими солдатами із фронту, насамперед із Бахмута. Besonderen Dank an die Stadt Hamburg für die Unterstützung. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Herzlichen Dank. Slava Ukraine. Шановна громада, мені дуже приємно бачити таку підтримку України. В першу чергу я хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам за таку підтримку, яку отримує Україна і кожен українець кожен день. Сподіваюся, що наступне зібрання буде святкування нашої перемоги. Слава Україні! Дякую. Наша Україна... Vielen Dank. Ви вже говорили про те, що у цій боротьбі за свободу Україна знайшла справжніх товаришів. Ми це відчули, коли Польща прийняла на себе відповідальність за мільйони наляканих українців, перетинаючих її кордон. Вони були, є і будуть нашими союзниками в цій боротьбі. Сьогодні до нас завітав генеральний консул Польщі у місті Гамбург, щоб висловити свою підтримку. Вітаємо, Павел Яворський! Wir haben schon darüber gesprochen, dass in diesem Freiheitskampf die Ukraine echte Freunde gefunden hat. Wir haben das ganz stark gefühlt, als Polen Millionen von erschrockenen Ukrainerinnen aufgenommen hat, die durch polnische Grenzen fliehen mussten. Polen war und ist und wird unsere Verbündete in diesem Kampf bleiben. Heute haben wir hier als Gast den Generalkonsul von Polen in Hamburg, Paweł Jaworski, um seine Unterstützung zu äußern. Vielen Dank.